Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen JFL von meiner Seite her. Wir spielen Keep Talking and Nobody Explodes. Da dieses Spiel, naja, nicht ganz, also alleine nicht ganz so viel Fun macht, habe ich hier jemanden hier entführt. Das wäre eigentlich jetzt dein Stichwort gewesen. Ich habe Angst, du hast mich entführt. Ich will nicht reden. Wo bin ich? Wo bin ich hier? Wie konntest du nur ohne mich auf die Gamescom gehen? Das ist doch nichts. Es tut mir leid. Es tut mir leid, ich will nicht wieder vorkommen. Nächstes Jahr nehme ich dich mit. Solange ich die nächste Bombe überlebe. Genau, dann packe ich dich in einen kleinen Rucksack und schmuggle dich mit rein. Sehr nice, sehr nice. Aber vielleicht bin ich in Einzelteilen in den jeweiligen Rucksack, was der ganzen Sache eine gewisse Form von Perversion mit dazu fügt. Weil wenn ich die nächste Bombe nicht überlebe, wird das ziemlich schwierig. Aber gut. Ich überlege gerade, ob ich dir absichtlich den falschen Weg weise. Das musst du im Prinzip Moment, entscheiden. Du laufst mit einem Sack voll schimmelnder Leichenteile herum. Also, hab ich das gerade laut gesagt? Ja, okay. Eigentlich schon. Gut. Du hast nichts gehört. Ach nö. Gut, wir gucken mal The First Bomb. Schauen wir uns das mal an. Wir haben 5 Minuten, 3 Module, 3 Strikes. Wir haben vorher ein kleines Testrundchen gemacht. Er liest aus dem Manual vor, was ich zu tun habe, und ich gehe in die Luft, wenn er was versaut. Richtig geil. Ich finde es auch sehr gut. Ja, für die Leute, die das Spiel noch nicht kennen, die werden gleich sehen, worum es geht. Es ist ziemlich einfach zu verstehen, nämlich Tumlu spricht, ich explodiere, und das versuchen wir zu verhindern. Gut, wir starten mal die Bombe. Reloaden jetzt mal. Halt dein Manual bereit, mein Freund. Ich habe es vor mir. Sehr schön, sehr schön. In digitaler Form. Sehr schön. Es ist nicht besonders beruhigend. Es ist finster, es ist 1943. Wir nehmen die Bombe in die Hand und haben 3 Module. Okay, wir haben ein Dradelmodul mal wieder. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Drähte. Ist der letzte schwarz? Nein. Hast du genau einen roten? Ja. Hast du mehr als einen gelben? Nein. Hast du keinen schwarzen Draht? Nein. Dann schneid den ersten. Okay. Ah, hat's funktioniert. Okay, ein Button. Darauf ist ein gelber Button mit Detonate. Nein, der ist nicht blau. Es ist mehr als eine Batterie da drauf auf der Bombe. Es sind 3 Batterien da. Sehe ich jetzt gerade so. Der steht Detonate drauf? Ja. Drücken und sofort wieder loslassen. Ah, wir haben überlebt. Yes! Okay, da ist jetzt wieder ein Symbolmodul. Da haben wir jetzt mal wieder was Lustiges. Gott. Ja, ich weiß. Beschreibe. Das erste, stell dir ein C vor, an den noch ein ganz schmales Null dran gebaut worden ist und noch so ein kleiner Kringel unten dran. Ein C mit einer Null und einem kleinen Kringel. Ja. Oder mach einfach so ein Schweineschwänzchen. Ah, so ein C mit so einem, das so, wo der Kringel so weitergeht von unten. Ja. Okay, ja, das sehe ich. Das zweite ist das Copyright-Symbol. Also das C im Kreis? Ja. Das nächste ist das römische Xi, groß, mit einem I in der Mitte. Das heißt so ein X mit einem I in der Mitte, oder was? Ja. Okay. Okay, und das letzte. Boah. Stell dir ein R vor, wo du den linken geraden Strich entfernst. Großes ja, R. Das sehe ich. Mhm. Dann Copyright. Copyright drücken. Ja. Gut. Dann das C mit der 0. Ja. Das X. Ja. Und das R. Ich bin nicht tot mit 3 Minuten 1. Yes. Soweit hat er noch keine Leichenteile bei der XCOM dabei. Nächstes Jahr, gut. Bei der XCOM? Verdammt, verfaselt. Bei der Gamescom. Wobei, XCOM sollte da eigentlich auch vorhanden sein, aber gut. War dieses Jahr da, 2K hat die eine Halle zur Hälfte belagert gehabt. Ja, aber ich war mir es noch unter die Nase. Mann, der ist so böse, der Mensch. Gut, du, wir nehmen... Uri. Ich war sogar in der Fachbesucherhalle bei 2K. Können wir nicht das Manual wechseln, also dass ich das Manual vorlese? Ich glaube, ich mit meinen legasthenischen Fähigkeiten bin da nur immens vom Vorteil. Okay, lass das weitermachen. Something old, something new ist die nächste Bombe mit 2.1. Wir haben 5 Minuten, 3 Module, 3 Strikes.
When you did seeing familiar bombs become comfortable. No matter, this bomb will only be half comfortable. Okay, nur halb gemütlich oder halb faul, je nachdem, wie du es übersetzen willst. Dein Englisch ist göttlich. Ja, ich weiß. Ist wundervoll. Mach weiter. It's pretty lame, but this is me sausage. Gut. Shut up and go on. Shut up and die, I know. Gut, wir haben wieder KW und davon sind 4 Kabel. 2 rot, 2 zwei weiß. Also, warte, 4 Stück sind's. 4, ja. Du hast mehr als einen roten? Ja. Die letzte Zahl vom, von der Seriennummer. Seriennummer? Ist gerade oder ungerade? Was zur Hölle ist hier die Seriennummer? Das frage ich mich auch jedes Mal, wenn ich im Kühlschrank warte. Die Seriennummer endet auf eine 1, also ungerade. Dann musst du den letzten roten Draht zerschneiden. Okay. Ich lebe noch. Sehr geil. Wir haben hier ein Modul mit Rauten. Und an einer großen Raute, in dem 4 kleine Vierecke drin sind. Und zwar ein rotes. Simon Says. Okay. Ein Warte, rotes, ich muss mir kurz durchlesen. Ein blaues, ein gelbes, ein grünes. Das gelbe blinkt. Einer der Buttons wird blinken. Der gelbe? Und ich muss dir sagen, welchen. Ah, okay, ich muss dir sagen, welchen du drücken musst. Ja. Wer vom Vorteil? Du musst erstmal die musst nach der Seriennummer gucken, erstmal. Ach, schon wieder die Seriennummer. Ja. Habe ich die jetzt eigentlich hier gelassen? Ach, genau hier, ja? Hat Seriennummer ein Vokal? Also ein A-I-U-U. Genau. Mal abgesehen von Serial, nein. Hat keinen Vokal, okay. Nein. Ich lebe noch. Okay. 3 Minuten? Ja. Leg los. Warte, wir haben noch keinen Strike, richtig? Nein. Okay. Was blinkt? Scaby. Dann drück auf Rot. Okay. Jetzt werden 2 blinken. Ja, Gelb und Blau. Dann drücke Rot und Gelb. In der Reihenfolge. Ja, ich lebe noch. Gelb, Blau, Gelb. Ja, Rot, Gelb, Gelb. Rot, Gelb, Rot, Entschuldigung. Rot, Gelb, Rot. Ja. Mhm. Okay, Gelb, Blau, Gelb, Blau. Rot, Gelb, Rot, Gelb. Hallo? Rührt sich da was jetzt? Es kann sein, dass es fertig ist. Ein grünes Licht angegangen, dann ist es fertig. Nee, ist nicht. Gelb, Blau, Gelb, Blau. Gelb. Also immer noch. Gelb, Blau, Gelb, Blau, Gelb. Okay, dann Rot, Gelb, Rot, Gelb, Rot. Moment. Rot, Gelb, Rot, Gelb, Rot. Ja. Jetzt hat leicht's. Gut. Drittes Modul, wieder unsere Symbole. Mhm. Drehe das C um und hab einen Punkt in der Mitte. Ja. Stern. Ja. Ein umgedrehtes E mit 2 Pünktchen oben drauf. Ja. Okay, das nächste ist ein Schreibschrift X mit einem kleinen Hackel unten dran. Okay, drück auf das E. Ja. C. Ja. Stern. Ja, und ich bin nicht tot. X. Und ich lebe mit 1 Minute 50. Ha! Ich bin doch ein guter Anleitungsleser. Ja, deine Profession ist auch, genial. Ich hab mir auch früher immer bei, wenn ich ein neues Spiel gehabt, erinnerst du dich noch dran, wenn du ein neues Spiel hattest und dir immer erstmal das Handbuch durchgelesen hast? Ah ja, bei manchen Spielen war das notwendig. Damals, in der Back of Times, ne? Ja, vor allem, wenn es dann so ein geiles Handbuch drin war, wo dann noch irgendwie Charaktere vorgestellt wurden oder Bilder drin waren oder so. So jetzt, boah, Alter, geil. Hast du dir die Anleitung von Edna Bricht ausgelesen? Die ist geil. Ich hab's leider nur digitaler Version, also ja. Nein. Da gibt's auch eine Anleitung mit bei, die haben sie extra damals digitalisiert. Installieren okay. Sie Edna.exe, also mit Exe geschrieben. Und dann steht drunten bei den AGBs, langweilig. Es ist überall von Edna was draufgekritzelt. ist geil. Ach ja, die guten Zeiten. Yeah. So, ich würde sagen, eine Bombe schaffen wir noch, oder? Ja, wir nehmen erst 10 Minuten auf, du, ne? Gut, double your money. The task is clear, but the time doesn't care about your workload. Gut, wir haben 5 Minuten, 6 Module. Wow. Oh, dann wollen wir mal. Dann müssen 3 Strikes. Okay, leg los. Okay, Workload, das klingt schon mal entsprechend. Mach mich nicht kirre, leg los. Ja, ich sehe noch nichts, ist noch finster. 5 Minuten haben wir.
Komm schon, Licht an. Wir haben Kabel wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kabel. Hast du kein gelbes? Nein, ich habe ein gelbes. Hast du genau ein gelbes? Ja. Hast du mehr als ein weißes? Ja. Den vierten Draht zerschneiden. Von unten oben wahrscheinlich. Ja. Gut, ich lebe. Wir haben zweimal den Button, gelben Button mit Hold drauf. Ist es zweimal der gleiche? Ja. Ja, wobei wir machen. Okay, egal. Gelber Button mit Hold. Hast du. Na Moment, das ist egal. Ist nicht. Gelber Button mit Hold. Hast du mehr als zwei Batterien an der Bombe? Ja. Hast also, du irgendwo einen beleuchteten Indikator, wie auch immer, mit der Aufschrift FRK? FRK? Nee, ich habe nur Car, also Car leuchtet. Okay, nee, dann nicht. Moment, der Button ist gelb, richtig? Ja. Okay, dann halt ihn gedrückt. Ja, es leuchtet rot. Es leuchtet rot. Wenn der Countdown-Timer eine 1 in irgendeiner Position hat. Gut, ich lebe. Dasselbe jetzt nochmal und es leuchtet weiß. Dann genau das gleiche. Auch wenn es 1. Mhm. Gut, ich lebe. Dann, wir haben auf der Rückseite nochmal Kabel und zwar die Deutschlandfahne mit 3 Kabeln. Also 3 Kabel. Ja, aber okay, umgedreht ist Deutschland. Gelb, rot, warte, schwarz. Ja, gut, das heißt, du hast einen roten Draht. Es fällt raus. Der letzte ist dann auch nicht weiß. Blau hast du. Zerschneid den letzten. Okay, ich lebe. Sehr schön. Okay, dann haben wir wieder Symbole. C mit Punkt drin. Ja. Schwarzer Stern. Heißt es ausgefüllter Stern oder was? Ja. Ja. Okay, dann haben wir eine umgedrehte 3 mit Hasenohren und Katzenschwanz. Ja. Ein Smiley mit einem runden Kreis unten dran. Ja. Was muss ich drücken? Drück den Smiley. Schön, ich lebe. Das C. Vertrauen. Die 3. Gut. Und den Stern los. Nächste. Umgedreht, also kopfgestelltes Fragezeichen. Nochmal Symbole. Ja. Okay, ja. Kopfgestelltes Fragezeichen. Das nächste ist unser Dreieck mit dem CE-Zeichen E und dem 90 Grad gedrehten T. Ja. Dann ist wieder unser XI mit I. Ja. Und unser Smiley. Okay, das komische Dreieck mit dem T und bla bla bla. Ja, ich lebe. Das X. Ich lebe immer noch. Fragezeichen. Und ich habe mit 2 Minuten 18 auch das überlebt. Yes! Bam. Es ist vom Vorteil, dass man Leichenteile stinken. Oh, herrlich. Es könnte auch damit zusammenhängen, dass du hier einfach nur einen Logiker sitzen hast, der sehr, sehr gut in so einem Scheiß ist, darin den schnell zu verstehen. Ja, vor allem, wenn er die Logik begreift, dass er bei 2K schlecht ankommt, wenn er stinkt. Ja, herrlich. Ja, und, wobei, Priorität hat Paradox, das solltet ihr bewusst sein. Ja, selbst bei denen ist es gesellschaftlich eher unakzeptabel, ne? Gut, das ist okay. Keine Gamer-Klischees. Dann haben wir wieder RTL-Reportagen. Lass das lieber. Okay, was sagt die Uhr? Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, wir haben 15 Minuten aufgenommen, das ist noch kurz Zeit, vor allem mit dem Outtakes. Machen wir noch eine Folge. Ah, noch eine Folge? Also, okay. Noch eine Bombe, meine ich. Ja, okay. One step up. For these who have made it this far and want something together, but not too tough. Mhm. 5 Minuten, 4 Module, 3 Strikes. Best time not accomplished. Gut, dann starten wir das Ganze mal. Es ist noch finster. Na komm schon. Lode schneller. Bombe ist vor uns. 4 Module. Ich sehe noch gar nichts. Jetzt sehe ich was. Button. Weiß. Abroad. Abort. Tumlu? Tumlu? Hallo? Keep talking and nobody explodes. Hallo? Ist der mir jetzt abgestorben? Und ich hab die Bombe vor mir? Junge, das ist nicht lustig. Ich hab noch 4 Minuten 30. Hallo? Okay. Wir können es jetzt erst einmal relativ simpel machen. Wir können ja einfach mal alles ausprobieren. Einfach mal auf jede Taste drücken. Ich glaube, das ist eine scheiß Idee.
Was haben wir denn hier alles noch? Hey, MSA. Gut. Wieso wäre ich jetzt eigentlich froh gewesen, wenn da NSA stehen würde, dann würden die nicht wissen, was gerade los ist und die könnten mir auch sagen, was jetzt gerade zu tun wäre. Aber gut, in dem Fall geht's nicht. Mein Mic ist laut in Skype. Ruf mich neu an. Sau geil. Moment. Er lässt mich hier gerade so ein bisschen sitzen. Mein Mic... Wir legen direkt los. Ich erkläre gleich, was los war. 3 Minuten 30. Abort. Also ist der nächste weiße Button. Weißer Button steht... Hast du irgendwo ein Indikator mit K draufstehen? Ein Indikator mit K? Ja, so leuchtend das Ding. Also leuchten, das ist vielleicht noch eine Information, die relevant wäre. Ja, nee, habe ich nicht. Hast du nicht. Hast du mehr als zwei Batterien? Mehr als zwei Batterien? Nee, habe ich nicht. Ich habe überhaupt keine Batterien. Okay, dann drück den Button und halt ihn gedrückt. Okay, weiß. Wenn du eine 1 hast, loslassen. Okay, ich lebe. Wieder Symbole. Weißer Stern, umgedrehtes Fragezeichen, Schreibschrift X und ein O mit Strich unten dran. O. Mhm. Weißer Stern. Ja. X und Fragezeichen. Ja. In der Reihenfolge drücken. Ja. Also, O. Drücken. O, Stern, X. Und Fragezeichen. Gut. Hier wieder unser Tastenfeld mit dem mit den Displays und den sechs Tasten. Und es ist ein C. Das Display mit den sechs Tasten, was steht oben? C. Einfach nur C. Ah, okay. Oben 2 Minuten 22. Oben rechts ist Like. Okay, Moment. Like, da. Your, also mit Apostroph. Okay, nein. Next. Nee. You, also U. Also nur U. Nur U. Hab ich. Okay. Jetzt steht da... Read, also red. R-E-D. Rote Farbe. Mitte rechts. Mitte rechts ist like. Your, also U Apostroph R-E. Nope. Next. Nope. U. Jo. Auf dem Display steht jetzt nothing. Also wirklich nothing. Ja, das Wort nothing. Ja. Mitte links. Mitte links ist blank. Das ist wait. Böse, wenn das in Englisch steht. Wait ist in Ordnung. Gut, wir haben es geschafft. Wir haben eine Matrix mit verschiedenen Punkten. Wir haben ein rotes Dreieck mit zwei Kreisen und einem weißen Punkt. Moment, ich muss. Wo sind die Kreise? Mhm. Von dem links oben 1, 2, 3, 4, 5. 5 nach rechts und 3 nach unten. Das dritte nach unten. Okay. Mhm. Da ist der erste Kreis. Ja, und der andere ist in der untersten Reihe? Unterste Reihe und zwar. Der, ja, es gibt nur eins. Wo ist das Frage? Wo ist das Dreieck? Das Dreieck ist links oben über den obersten Kreis. Wir haben nur noch 40 Sekunden. Wo ist der genau? Muss es mir ganz genau beschreiben. Okay. 1, 2, 3, 4 nach rechts, 1 nach unten. Okay, dann geh nach links, bis du am Rand bist. Okay, wie bewegt man das Ding hier eigentlich? Ah, hier, genau. Nein, das waren zwei Strikes. Geht nicht. Was? Dann. Hä? Moment. 25 Sekunden. Ich glaube, wir sollten das Ding nochmal neu starten. Ich glaube, das wird mit der Gamescom nächstes Jahr. Cory, ich werde dich mitnehmen. Ich nehme dein, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Was auch immer übrig bleibt. Okay. 2 Sekunden, 1 Sekunde, ich lebe dich! Ja, ich weiß, tut mir leid, es ist halt so. Ich möchte fliehen. Ja, was soll ich sagen? Ich sitze vor der Bombe. Ich mache auch mein Fenster zu. Oh, herrlich. Hast du was, um dir den Schweiß von der Stirn zu tupfen? Ich habe meine Kontoauszüge, das muss reichen. Nimmst du schon auf eigentlich? Ja. Okay, das... Ich dachte mir nämlich gerade, das muss auf jeden Fall in den Outtake rein. Also, oh, herrlich. Also ich bin absolut top vorbereitet. Ich habe was zu trinken da.
ich habe eine Packung Taschentücher, um mir die Stirn abzutupfen. Die Taschentücher sind dazu da, wahrscheinlich, wenn er meinen Tod zu betrauern hat. Ganz genau. Oh, ganz genau. Und das Trinken fehlt mir, aber ich habe Kaffee da, das muss gut sein, ne? Brauchst das ruhige Händchen zum Bombenentschärfen. also wenn ich Bombe durch den Raum fliegt, dann haben wir ein Problem. ich höre das schon die ganze Zeit so wie PC Principal. Okay. Herrlich. Gut, dann würde ich mal sagen, wir fangen mal an mit der Begrüßung. Wie wär's damit? Wäre eine Möglichkeit. Okay, dann fange ich mal an. Gut, und ich bin tot. Explode. Oh, okay, das wäre jetzt ewig gewesen, wenn wir es trotzdem Timeout geschafft hätten, trotzdem Mikroproblem. Oh, herrlich. Okay, meine Damen und Herren, das war Keep Talking and Nobody Explodes. Das hier war der liebe Tumlu. Hi. Der muss jetzt nächstes Jahr mit Leichenteile zur Gamescon. Paradox wird dich lieben. Ich bring dir ein schönes Geschenk mit. Das ist gerade ein Magiker, das ist ja auch von denen. Ja, ja, wie wär's mit Nadel und Faden? Ja, gut. Ich kann Boki fragen. Ja, der singt mir wahrscheinlich ein Ständchen. Herrlich, herrlich, ehrlich. Wie gesagt, das war Keep Talking and Nobody Explodes. Mein Name ist Charakter XV und wir sehen uns das nächste Mal, wenn jemand in die Luft geht. Für die Gottes. Ciao. Ja, ciao.